Kapitel 4, Punkt 3. Omen. Die Araber in vorislamischer Zeit hielten die Richtung, in die Vögel und andere Tiere vorbeizogen, für Zeichen von bevorstehendem Glück oder Unglück und pflegten ihr Leben anhand solcher Zeichen zu planen. Der Brauch, gute und schlechte Omen aus Vogel- und Tierbewegungen zu lesen, wurde als Triada bezeichnet. Brach nun beispielsweise ein Mann zu einer Reise auf und sah, wie ein Vogel über ihn hinwegflog und dann nach links abdrehte, so sah er darin ein schlechtes Zeichen, machte Kehrt und ging schnurstracks zurück nach Hause. Der Islam hob diesen Brauch auf, da er am Fundament des Tawhid al-Ibada und des Tawhid al-Asma wa Sifat frisst. Die Gründe dafür sind: Erstens, der Gottesdienst in Form von Tawakkul, also Vertrauen, wird an etwas anderes als an Allah gerichtet. Zweitens, der Mensch schreibt sich die Macht zu, gute und schlechte Ereignisse vorherzusagen, sowie die Fähigkeit, ein von Allah bestimmtes Schicksal abwenden zu können. Die Grundlage für das Verbot von Tayyara ist der Hadith von Al-Hussein, dem Enkel des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm. In diesem Hadith berichtet er, der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, habe gesagt: Wer auch immer Tayyara macht oder es für sich machen lässt, sich die Zukunft prophezeien oder jemanden verhexen lässt, gehört nicht zu uns. Uns bezieht sich hier auf die Gemeinschaft des Islam. Daher ist Tayyara eine jener Taten, die einen, falls man daran glaubt, aus der islamischen Gemeinschaft ausschließen. Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, bestritt die Wirkungen von Tayyara auch in einer anderen Überlieferung von Muawiyah ibn al-Hakam. Muawiyah erzählte dem Propheten: Es gibt Leute unter uns, die sich nach Vorzeichen von Vögeln richten. Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, antwortete: Dies ist etwas, was ihr von euch aus erfunden habt. Lasst euch daher nicht davon aufhalten. Das heißt, man soll sich nicht von dem, was man machen wollte, abhalten lassen, da Omen dieser Art nur Produkte der menschlichen Fantasie sind. Deswegen erklärte der Prophet Allahs, Friede und Segen seien auf ihm, mit aller Deutlichkeit, dass Allah, der Ruhmreiche, die Richtung, in die die Vögel fliegen, nicht zu Zeichen gemacht hat. Weder Erfolg noch Katastrophen werden durch ihre Flugbewegungen verursacht oder vorhergesagt. Die Gefährten des Propheten lehnten vehement alle Erscheinungen ab, die den Glauben an Omen, verursacht durch Vögel, mit sich brachten, und zwar wo immer diese Vorstellung bei ihren eigenen Gefährten und Schülern aufkam. Beispielsweise sagte Ikrima: Als wir einst mit Ibn Abbas zusammensaßen, flog ein Vogel über uns weg und kreischte. Ein Mann aus der Gruppe rief anschließend: Gut, gut. Ibn Abbas tadelte ihn streng, indem er sagte: Er bringt weder Gutes noch Schlechtes mit sich. Ähnlich lehnten auch die Tabi'un, die Schüler der Sahaba, alle Formen des Glaubens an Omen ab, welche bei ihren eigenen Schülern unter der dritten Generation von Muslimen auftraten. Zum Beispiel kreischte einst eine Krähe, als Tawus mit einem seiner Freunde auf der Reise war. Sein Gefährte sagte: Gut. Tawus antwortete: Was ist das Gute darin? Begleite mich nicht mehr weiter. Es gibt jedoch eine auf den Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, bezogene Aussage in Sahih al-Bukhari, deren Bedeutung etwas problematisch ist. Er sagte: Schlechte Omen sind in drei Dingen: Frauen, Reittieren und Häusern. Aisha lehnte diese Überlieferung ab, indem sie sagte:
Bei dem, der den Furqan, dem Abul Qasim, offenbart hat. Wer auch immer dies erzählt, hat gelogen. Der Gesandte Allahs, Frieden und Segen seien auf ihm, sagte, dass die Leute der Unwissenheit zu sagen pflegten, wahrlich, Tuyara, also schlechte Vorzeichen, sind in Frauen, Häusern und Tieren. Danach trug sie folgenden Vers vor. Es geschieht kein Unheil auf Erden oder an euch, das nicht in einem Buch verzeichnet wäre, bevor wir es ins Dasein rufen. Wahrlich, das ist für Allah ein leichtes. Sura al-Hadid, Vers 22. Trotzdem ist der Hadith authentisch. Er sollte aber im Lichte einer anderen Überlieferung interpretiert werden, die etwas spezifischer ist. Gäbe es schlechte Omen, so wären sie bei Pferden, Frauen und Häusern. Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, bestätigte also nicht etwa, dass es schlechte Vorzeichen gibt. Er deutete nur die Bereiche an, in denen sie am wahrscheinlichsten auftreten würden, wenn es sie gäbe. Der Grund für eine explizite Nennung dieser drei ist das häufige Auftreten von unglücklichen Ereignissen in eben diesen Bereichen, die zu jener Zeit nun einmal die wichtigsten Dinge im Leben eines Mannes waren. Daher empfahl der Prophet, bestimmte Gebete der Zuflucht aufzusagen, wenn man mit dem im obigen Hadith genannten in Berührung kam. Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, sagte, wenn einer von euch eine Frau heiratet oder eine Dienerin einstellt, sollte er ihre Stirnlocke halten, den Namen Allahs des Ruhmreichen erwähnen, für Segen beten und anschließend sagen, O Allah, ich bitte dich um das Beste von ihr und das Beste, das du zu einem Teil ihrer Natur gemacht hast. Ebenso suche ich Zuflucht bei dir vor dem Bösen von ihr und vor dem Bösen, das du zu einem Teil ihrer Natur gemacht hast. Wenn er ein Kamel kauft, soll er den höchsten Teil des Buckels festhalten und das Gleiche aufsagen. Es wird ebenfalls berichtet, dass der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, anwies, beim Betreten eines Hauses zu sagen, ich suche Zuflucht in den vollkommenen Worten Allahs vor dem Übel, was er erschaffen hat. Auch die folgende Überlieferung hat zunächst den Anschein, für die Existenz von oben zu sprechen. Anas ibn Malik zitiert Yahya ibn Sa'id, indem er erzählt, dass eine Frau zum Gesandten Allahs, Friede und Segen seien auf ihm, kam und sagte, O Gesandter Allahs, es gibt ein Haus, dessen Bewohner viele waren, und ihr Vermögen war üppig. Danach verringerte sich ihre Anzahl, und ihr Vermögen verschwand. Können wir es verlassen? Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, antwortete, verlasst es, da es von Allah verflucht ist. Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, erklärte, dass es keine Form von Tuyara sei, das Haus zu verlassen, da der Ort aufgrund des erfahrenen Unglücks und der Einsamkeit zu einer psychischen Last geworden war. Das ist ein natürliches Gefühl, das Allah den Menschen eingepflanzt hat. Wann immer der Mensch Übel oder Unglück von oder in einer Sache erfährt, neigt er dazu, sie nicht zu mögen und sich so weit wie möglich davon zu entfernen, selbst wenn diese Sache nicht wirklich die Ursache für das Übel war. Es muss auch bedacht werden, dass die Frau die Frage erst stellte, nachdem sie das Unglück bereits befallen hatte und nicht etwa davor. Es ist auch durchaus richtig, einen Ort oder Menschen aufgrund des Unglücks, das sie befallen hat, als von Allah verflucht zu bezeichnen. Verflucht in dem Sinne, dass sie von Allah für ihre schlechten Taten bestraft wurden. Ebenso neigt der Mensch dazu, das zu lieben und in seiner Nähe haben zu wollen, was ihm Erfolg und Glück beschert. Diese Empfindung ist an sich noch nicht Triyara. Sie kann jedoch, wenn sie falsch ausgelegt wird, zu Schirk und Triyara führen.
Die Grenze ist überschritten, sobald jemand versucht, Orte und Dinge zu meiden, die mit dem Unglück anderer behaftet sind, oder wenn er versucht, nach solchen zu suchen, an denen das Glück anderer haftet. Damit beginnt er, diesen Orten und Dingen die Fähigkeit zuzuschreiben, Glück oder Unglück herbeizuführen. Und im Laufe der Zeit wird er vielleicht sogar gewisse Arten des Gottesdienstes an diesen Orten ausführen.